Moin zusammen, weiter geht's mit Park Beyond. Wir haben den ersten Meilenstein erreicht und wir müssen jetzt die Parkstufe erhöhen. Die erste Komponente deiner Parkaktivität ist die Sauberkeit deines Parks. Achte darauf, dass Weg frei von Müll und Toiletten sauber sind. Guter erster Schritt wäre, dir einen Überblick über die Gesamtsituation zu verschaffen. Markiere das Sauberkeitssymbol, um zu sehen, wie Sauberkeit berechnet wird. Sauberkeitssymbol, wenn dich wo? Deine aktuelle Sauberkeitswertung findest du immer oben am Bildschirm. Wenn du sie markierst, wird dir angezeigt, wie die Bewertung... Ach da, 95. Okay, der Eintritt im Park ist kostenlos. Besucher lassen ihren Müll fallen, wenn sie keinen Mülleimer in der Nähe finden. Eingänge zu Attraktionen und Bereiche mit einer hohen Shopdichte sind am häufigsten davon betroffen. Verteile sie regelmäßig auf neuen Wegen. Okay. Dann gehen wir bauen. Da, Winkel. Bester Filter ist drin. Mülleimer haben wir keine. Erwachsene Mülleimer. Immer bei jedem Eingang irgendwie einen Mülleimer hin. Boah, liegt überall Dreck rum, ey. Schweinebande. Okay, Mülleimer tragen zwar zur Entsorgung von zukünftigen Müll bei, doch auf dem Wegen liegt immer noch eine Menge Müll, der aufgesammelt werden muss. Stell die Reinigungskräfte ein, um Müll aufzusammeln, Mülleimer zu leeren und die Toiletten zu putzen. Das machen wir gleich. Ich baue erst noch mal ein paar Bänke. Sieht doof aus hier. Was ist das denn für ein Laden hier? Softdrinkshop Western 1. Wege. Gut. Bauen. Bänke. Haben wir hier, ne? An der Toilette. Gut. Bank, Bank, Bank. Da sollen noch weitere Shops hin. Da haben wir eine Bank. Hier können noch mal Bänke ran. Okay. Mülleimer. Mülleimer. Hier noch einen zwischen. Ich glaube schon, das reicht schon fast. Hier noch mal zwei Mülleimer. Hier kommen auch noch zwei Bänke hin. Okay, cool. Stelle neue Reinigungskräfte ein, um Mülleimer zu leeren und Toiletten zu putzen. Personal einstellen. Hier unten links. Okay, das ist Reinigungskraft. Ich streife den Park. Alle Reinigungskräfte. Stelle neue Reinigungskräfte ein, okay. Alle Rettungskräfte.
Personal feuern. Reinigungskraft. Okay, fantastisch. Hoffentlich wissen die Besucher einen sauberen und ordentlichen Park zu schätzen. Kommen wir nun zur zweiten Komponente der Parkaktivität, der Spaßwertung deines Parks. Spaßerfahrungen werden jedes Mal generiert, wenn Besucher eine Attraktion nutzen oder mit Animateuren interagieren. Die Spaßwertung stellt den Durchschnitt aller Spaßerfahrungen der letzten 10 Tage dar. Lass uns mit diesem Wissen bewaffnet nun ganz gezielt nach Attraktionen suchen, die Spaß machen. Okay, bauen und öffne ein Fahrgeschäft mit einer Spaßwertung von mindestens 4. Bauen. Filter. Ruheübelkeiten. Statistik, Material, Besucher, Vorlieben, Begeisterung. Bunte Balance. Okay, habe ich nicht. Fahrgeschäfte, okay. Das Möglichkeit der Fahrgeschäfte, eine hohe Spaßwertung zu filtern. So, machen wir alle Filter raus hier. Fahrgeschäft. Filtern. Spaß. Spaß 5. 5. 5. Tagada auch 5. Ich möchte aber auch nach Western filtern, ne, wenn das geht. Themen hier, Da Vinci, Zuckerzauberland. Ups. Ach Mensch. Nach Spaß. Tempel der Medusa. Gyro-Spinner. Tanzende Teetassen. Spaß, guck mal hier, so einen setzen wir jetzt hier zwischen. Kollision, wieso, wo? Ach so, wegen Eingang, Ausgang, ne? Obwohl, ne, kann auch nach vorne und hinten. So, da haben wir den Ausgang. Und da haben wir den Eingang. Sobald Besuchergruppen diese neue Attraktion nutzen, sollte sich die Spaßwertung erhöhen. Stelle Animateure ein, um die Spaßwertung noch weiter zu erhöhen. Ja, im Moment erstmal. Kommen wir nochmal wieder zwei Bänke hin. Mülleimer. Okay, stelle Animateure ein. Personal. Animateure. Ich will einen Mülleimer lernen. Animateur. 6 Stück davon soll ich einstellen. Okay, du hast die richtigen Schritte unternommen, um für mehr Sauberkeit und eine steigende Spaßwertung zu sorgen. Dadurch wird sich letztendlich die Parkattraktivität erhöhen, was dir hilft, die nächste Parkstufe zu erreichen. Aber wir sollten uns nicht mit dem Erreichen zufrieden geben und versuchen, die Parkattraktivität noch weiter zu steigern. Verliere dabei aber nie das Glücksgefühl deiner Besucher aus den Augen. Wie man spielt, die Höhen und Tiefen der Parkführung. Das Ziel von Park Beyond ist es, deinen Park bis hin zur höchsten Parkstufe auszuwerten. Um im Spiel voranzukommen, musst du deinen Park attraktiver machen. Parkattraktivität wird durch die Menge an Spaß berechnet, die deine Besucher jeden Tag generieren, sowie die Sauberkeitswertung deines Parks. Du verlierst das Spiel, wenn dein Park 3 Monate lang unrentabel ist. Achte daher immer darauf, immer ein positives Monatseinkommen zu haben. Fahrgeschäfte, Achterbahn, Toiletten minus 70. Ist ja rentabel, ne? Du hast Meilenstein 2 erreicht, dein Konto wurde um 2000 aufgestockt. Wenn du nicht bankrott gehen willst, musst du die Rentabilität der Attraktionen und Shops deines Parks im Auge behalten.
Der richtige Preis kann einen großen Einfluss auf die Entscheidung der Besucher haben. Zu teure Attraktionen können preisbewusste Besucher abschrecken, wenn bei zu günstigen Attraktionen die Gefahr besteht, dass sie keinen Gewinn abwerfen. Die Besucher scheinen das Riesenrad zu meiden. Übertrüffe die Gedanken der Besucher zu dieser Attraktion und nehme die entsprechenden Anpassungen vor. Ups. Gedanken. So viel bezahle ich nicht für Riesenrad. Gehen wir runter auf den Zehner. Ach, guck mal, schon gehen sie rein. Die nicht. So viel bezahle ich nicht. Na, wir können... runter auf 9. Rentabilität 4. Wartezeit Minute 10. Wähle das Riesenrad aus. Prüfe die Gedanken von Besuchern. Zeit 1,40, Bereitschaft, Spaß, Übelkeit. Ausgaben, Einnahmen, Gewinn, Verlust. Okay, das Riesenrad wurde in deinem Park bereits aufgestellt. Wähle das aus und überprüfe im Reiter Besucher die Gedanken der Attraktionsbesucher. Besucher. Da! Der Preis von Riesenrad ist sehr hoch. Wir hatten extrem viel Spaß mit Riesenrad. Wir waren total begeistert von Riesenrad. So viel bezahle ich nicht für Riesenrad. Ja, ich glaube, mit 9 ist jetzt okay. Du kannst einen Preis für fast alles in deinem Park festlegen. Preise für den Eintritt, Attraktionen, jedes einzelne Produkt in einem Shop und mehr. Preise wirken sich stark auf die Entscheidung deiner Besucher aus. An den Gedanken erkennst du, ob deine Preise gerechtfertigt sind. Die Herausforderung besteht darin, den Preis hoch genug anzusetzen, um einen Gewinn zu erzielen, aber nicht so hoch, dass du zu viele Besucher abschreckst. Reduziere den Ticketpreis auf 5. Bei diesem Preis sollten wieder mehr Besucher bereit sein, die Attraktion zu nutzen. Du kannst auch die Preise der Produkte in Shops anpassen. Im Moment zeichnet sich ein Trend rund um Kurkuma-Goldmilchlatte in Kaffeeshops ab. Du kannst diese Chance nutzen, um den Preis anzuheben und aus der gesteigerten Nachfrage Kapital zu schlagen oder den Preis zu senken und die Verkaufszahlen weiter zu steigern. Verkaufe... ein Gebäckshop, Kaffeeshop. Zack, Espresso, Latte Macchiato, Kurkuma Goldmilchlatte. Okay, macht er das direkt für alle? Ich habe hier noch einen zweiten Kaffeeladen hier unten, ne? Softdrinkshop, Kaffeeshop. Da Produkte, Kurkuma Goldmilchlatte. Gehen wir nur auf 5. So, wird auf jeden Fall weiter verkauft. Gut, Einrichtung Mülleimer. Regelmäßigen Abständen an den Wegen. Mülleimer bauen. Okay, Winkel.
So, ein bisschen rüber. Noch 21 Kurkuma Milchlatte verkaufen. Okay. Soweit ist alles okay. Noch 15 verbleibend. Ich kann ja mal die Zeit ein bisschen vorspulen. Mir auch mal die Attraktion angucken. So, Gedanken. Warum ist der Warteschlangenpfad zu kurz? Okay. Kurz an. Entfernen die Warteschlange hier. Jetzt. Ups. Überschneidung. Und wieder runter. Bingo. Längere Warteschlange. So, Warteschlangenpfad ist hier auch zu kurz. Dann könnte ich auch an der Stelle einmal Pause machen. Warteschlange wegnehmen. Guck mal hier. Ist ein bisschen. Nee. Nochmal entfernen. So, Warteschlangenfahrt länger. Gedanken. Wir waren total begeistert. Extrem viel Spaß. Begeistert. Spaß, Spaß, Spaß. Super. Der Preis von Strahlen ist ziemlich in Ordnung. Begeistert, begeistert, begeistert. Preis ist ein Schnäppchen. Gehen wir mal auf 6 hoch. Preis von Gyrospinner ist ziemlich in Ordnung. Tja, das habt ihr jetzt davon. Hättet ihr euch mal nicht über den Preis gefreut. Okay, hier auch. Rauf an die 5. Preis ist in Ordnung. Auf 6. Preis ist auch in Ordnung. Preis ist ein Schnäppchen. 4,50. Gut, muss ich noch 9 von diesen Kaffeedingern verditschen. Ein Gebäckshop, Kaffeeshop. Geil, Goldmilchlatte. Preis ist in Ordnung, obwohl ich schon angehoben habe auf 5, ne? Ja.
Okay, cool. 8 noch verbleiben. Ich spule mal die Zeit vor, bis wir die drinne haben. Kebab-Shop festern. Pizza-Shop festern. Sehr geil. Wann denn jetzt da? Okay, cool. Kebab-Shop. Dann haben wir noch Hittich Burger, Kebab, Pommes-Shop, Western. Yes. Auch hier. Mülleimer. Denke. Bauen. Denke. Softdrink. Energy. Kakao. Kakao-Shop. Western. Da dann runter. Meilenstein 3 abgeschlossen. Du hast 2000 Dollar erhalten. Sophia, die leitende Ingenieurin von Cloudstorm, hat gerade ein Paket mit neuen Attraktionen und Shops für deinen Park abgeliefert. Es enthält auch einige Fertigbauten für Achterbahnen. Es wird Zeit, dass dein Park eine Achterbahn bekommt. Du kannst entweder mit einer neuen bauen oder dir eine Achterbahn Fertigbauten aussuchen und platzieren. Nutze Aufhänger, um die Besucherzielgruppe deiner Achterbahn festzulegen. Oh, nett. Aber ich glaube, die nächste oder die Achterbahn machen wir, glaube ich, in der nächsten Folge. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen an die Shops gehen. Pizza könnte ich jetzt auch essen. Pizza Shop. Und ich muss sagen, das Western-Setting gefällt mir auch echt gut hier. So, und hier hinten. Ein Klo. So, da haben wir ein Klo. Personalraum. Können wir hier auch irgendwie nochmal. Personalraum hier einfach mal zwischenstopfen. Da habe ich eine Toilette, da habe ich eine Toilette. Hier habe ich eine Toilette, ne? Okay, dann reicht es auch erstmal mit Toiletten. Team Western. Ein Gebäck habe ich. Kebab, Pommes, Pizza, kandierte Äpfel. Haben wir alles. Einrichtung. Geschäft, Szenerie, Softdrink-Shop, Kakao habe ich noch nicht. Softdrink und Kaffee habe ich. Kommt hier noch ein Kakao-Shop irgendwo hin? Jupp.
Na, bin ich hier noch unten. Kleines Stück rüber. Entfernen den Weg hier nochmal. So, sehr gut. Auch hier Mülleimer. Parkbänke. Shops und Einrichtungen. So, und ein Energy Drink Shop. Der kommt damit bei. Sehr cool. Okay, Bauern dürfen eine von Erwachsenen geschätzte und geliebte Attraktion. Achterbahn. Fahrgeschäfte. Tempel der Medusa habe ich auch noch hier irgendwie übrig. Und tanzende Tassen. Die tue ich dahin. So, Fahrgeschäfte. Tempel der Medusa ist auch wieder so ein Karussell, ne? Wenn wir hier auf die Ecke setzen. Zack. Dorthin, normaler Weg, Ausgang, hier rüber. Mülleimer und Sitzbänke. Sehr gut, dann haben wir erstmal alles an Spaßattraktionen. Tagada. Okay, die könnten wir hier oben noch irgendwie reinbauen. Oder hier hinten zwischen? Nee, nicht zugestopft. Yes. Der Ausgang geht hier lang. Und ran an den Weg. So, Eingang kommt hier hinten rum. Und geht dort direkt ran. Auch wieder Mülleimer. Und Parkbänke. So, alle Attraktionen gebaut. Alle Läden gebaut. Trinkautomaten gibt's nicht. Souvenirshop habe ich gar nicht. So. Okay, wunderbar. Dann mache ich hier eine kleine Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Viel Spaß weiterhin, bis gleich. Und ciao.